sehe so komisch schon wieder aus. Heute ist so ein richtig weirder Tag irgendwie, weil es ist Sonntag. Und ich fühle mich heute wieder so richtig weird, weil ich werde irgendwie nicht richtig wach. Und ich habe jetzt hier schon meinen zweiten Kaffee zu stehen. Das Ding ist, ich muss momentan so Recherche betreiben für meine Hausarbeit. Und es ist so, ich finde, das ist so das Langweiligste, die langweiligste Stage in so einem Schreibprozess, weil ich habe das Gefühl, man kommt nicht so richtig voran. Es dauert lange, es ist mühselig. Man muss so das, was du wirklich brauchst, von dem, was du nicht brauchst, unterscheiden. Darum bin ich schlecht. Irgendwie fühle ich mich deswegen so richtig unproduktiv heute, weil ich nichts hinbekommen habe. Ich kann nicht einschätzen, ob das stimmt oder nicht. Das ist so ein Pain. Ich muss nämlich jetzt gerade alle diese großen Bilder an die Wand hängen, damit ich fotografieren kann. Und sagen wir so, die halten eher so minimal. Aber sie sehen ganz süß aus. Also, übrigens, meine Haare sind jetzt kurz. Ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal, wenn ich so ein neues Video aufnehme, dass irgendwie irgendwas an meinen Haaren immer different ist. Mal sehen, vielleicht bei Glatze. Ich war jetzt einen ganzen Monat in meiner Heimatstadt und ich habe irgendwie kaum was gefilmt, weil sich das nicht so ergeben hat. Ich war sogar zwischendurch in Berlin, aber in Berlin habe ich nichts gemacht, weil ich hatte keine Lust. Ich war da eigentlich nur, um ein bisschen Zeit mit einer Freundin zu verbringen. Ich wollte eigentlich nur so ein kurzes Live-Update geben, weil, wie gesagt, ich habe jetzt knapp 3 Wochen in meiner Heimatstadt verbracht. Und es ist so fucking langweilig. Also, ich habe hier halt nichts zu tun. Ich habe so voll das Gefühl, ich hätte die Stadt so durchgespielt, weil es gibt für mich hier nichts mehr zu tun. Und alle meine Freunde sind halt auch weggezogen mittlerweile. Und deswegen verbringe ich eigentlich nur so Zeit mit meinem Freund und meiner Oma. Was voll schön ist, so. Ich freue mich richtig, mit denen Zeit zu verbringen, weil ich die eben so selten sehe. Gerade meine Oma, seitdem ich weggezogen bin. Aber mehr ist hier irgendwie nicht und das ist so sehr ermüdend. Und ich merke auch, wie es mir deswegen nicht so gut geht. Aber eigentlich hatte ich vor, so richtig viel zu filmen, weil ich dachte mir so, oh, dann wird so ein März-Vlog, das wird richtig cool, weil du so viel erlebt hast. Und ich habe relativ viel erlebt. Ich habe nur mal wieder nichts gefilmt. Ich hoffe, dass wenn ich in Dresden bin, dass ich dann wieder anfangen kann, mehr zu malen, weil ich dann so eine kurze Zeit habe, bevor das Semester wieder beginnt. Und zu Beginn des Semesters ist eben meistens noch nicht so viel los, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr kreativen Stuff mache. Haha, big jokes on me. Ich muss heute schon zurück nach Dresden, obwohl, also heute ist Freitag und eigentlich wollte ich erst am Montag zurückfahren. Für Montag habe ich auch meinen Zug gebucht, aber die Bahn streikt.
Das heißt, ich würde nicht nach Dresden kommen und ich habe dann überlegt, ob ich am Dienstag fahre oder am Sonntag. Das Problem ist, am Dienstag bin ich auf einen Geburtstag eingeladen, zu dem ich super gerne gehen würde. Und am Sonntag, it would be a pain, weil die Tickets super teuer sind und auch super voll sein werden, weil natürlich alle jetzt irgendwie versuchen, einen Tag davor oder einen Tag danach zu fahren, so nach dem Streik. Deswegen, wie gesagt, Tickets auch super teuer, not possible. Zum Glück fährt aber eine Freundin heute mit Auto runter nach Dresden und dann kann ich mit ihr mitfahren, was ganz gut ist, weil es halt entspannter ist, als wenn ich jetzt mit Zug gefahren wäre. Vor allen Dingen, wenn die so massig voll gewesen wären. Aber ja, it hurts, weil ich eigentlich noch so verabredet war mit ein paar Leuten und ich wollte auch noch ein paar Menschen sehen in den letzten paar Tagen, aber... Oh well.